Hallo und herzlich willkommen auf der On the Hills Map zusammen mit Bendo, Dan, Malte, Olli und Skipper. Hallo. Hallihallo. Ja, und wir sind in einem frischen neuen Jahr, beziehungsweise ist schon Frühlingsende. Tatsächlich war das Wetter bis jetzt im Frühling dermaßen schlecht, dass man echt noch nicht ans Ansehen denken konnte. Heute ist der erste Tag, wo der Boden mal nicht gefroren ist. Dementsprechend brauchen wir jetzt neue Sämaschinen, weil wir müssen ein bisschen aufrüsten. Wir sind ja jetzt doch mit 4 Leuten dann auf dem Server und ja, damit alle was zu tun haben und die Felder schnell fertig werden, müssen wir zuschlagen. Das ist korrekt. Haben wir ein Angebot für eine Sämaschine oder? Nee, also ein Angebot haben wir leider nicht. Beim Spulen kamen ein paar Angebote für Getreide. Ich wollte aber nicht offscreen verkaufen, deshalb habe ich das sein lassen. Ja. Ist denn aktuell noch eine große Nachfrage am Laufen? Nee, alles durch. Ah, okay. Schade. Ja, mal schauen. Aber für die Zuschauer, für die Leute, die sich wundern, warum wir so viel Geld haben, das Geld von der Solarzelle und das Geld vom Kärcher haben wir zurückbekommen. Das hat ja mit der Map-Version nicht gepasst. Und der Schwierigkeitsgrad ist jetzt auch, wie vor einigen Folgen schon besprochen, auf leicht. Weil wir erstmal jetzt, ja, ich denke mal, die nächsten Wochen, vielleicht auch noch die nächsten 2-3 Monate auf leicht spielen. Und dann, wenn wir etwas größer sind vom Hof her, dann auf mittel und dann irgendwann auf schwer. Also uns quasi nach und nach steigern, damit man am Anfang auch noch ein bisschen vorankommt. Und wir wollten jetzt die Lemken-Sämaschine holen, ne? Genau. Design. Zumindest für deinen Traktor. Jo. Ja, ist schon hart. Ne? Von der Größe her. Düngereinheit. Ja, die Größe ist massiv. Ja, 6 Meter ist schon hart für den 560, ja. 516. Und dann... Ach, du bist im Auto hier hochgefahren? Nee, ich bin mit meinem 516 hier hochgefahren. Aber das Auto steht hier beim Händler. Dann hat sich einer von den anderen hier hingemacht, oder was? Es sieht irgendwie so zurückgesetzt aus, das Auto. Hier steht bei mir kein Auto. Ja, auf der Rückseite von der Halle habe ich es gerade gesehen, wie ich hierher gefahren bin. Oh, stimmt, ja, da hinten. Nee, ah, da steht aber das Gewicht, das ich mir bestellt habe. Wunderbar. Nein. So. Oh, die Sämaschine ist wie für dich gemacht. Das Problem an der ist nur, dass die halt einen sehr, sehr kleinen Tank hat. Ja, ich glaube 600 Liter, das ist jetzt nicht die Welt. Dafür ist der kleine Fendt damit auch schon ziemlich am Limit, ne? Ja, das stimmt allerdings. Größer hätte sie nicht sein dürfen, aber irgendwie dachte ich mir jetzt so 3-4 Meter in der Klasse haben wir schon einiges. Da muss es jetzt mal ein bisschen mehr sein. Ja, da darf es auch mal ein bisschen mehr sein, wie man es beim Metzger so sagt. Ja. Wie kuppel ich die denn an? Was denn? Die, Wir haben doch manuelles Ankuppeln. Haben wir ja. Ein Stück zurück? Noch? Du musst mit der Sämaschine drüber sein. Die klingt sich unten drunter ein. Ah, okay. Also hebst du mal drüber. Eventuell kannst du sie sogar jetzt selber anklinken. Ich weiß es nicht. Ansonsten stehe ich hinten dran. Ja, jetzt geht's. Ja, du kannst es selbst, ja. Okay. Ich bin nämlich gerade ausgestiegen, habe mich gewundert, warum das alles nicht so geht. Dann dachte ich, ich stand nur falsch, aber gut. Dann haben wir hier natürlich mittlerweile ein richtiges Monster. Moment. Nee, so. Ja, genau. Du musst auf die Sämaschine. Ja, ich muss das richtige auswählen. Du hast jetzt 3 Fenster hinterm Traktor. So. Aber ich sammle mir dann auch noch eine Line. Genau, jetzt bin ich am überlegen. Möchtest du eine andere? Ja, ich hol mir eine kleine. Okay. Die anderen... haben ja auch noch eine stehen, ne? Ja, aber warte mal. Eigentlich, Olli müsste eine nehmen, du müsstest eine nehmen, dann wir haben doch nur 2. Olli hat den Düngerstreuer. Ach so, aber der bringt uns ja gerade nichts, wir haben noch nichts angebaut. Da müsste Olli die nehmen. Ja gut, ich kann auch sehen, das ist mir darum egal. Ja, dann nimm dir die Querneland Akkord. Dann leih ich mir die auch noch einmal. Die Akkord. Ja, das ist die allererste. Ach so, die, okay. Ja, ja. Und die soll ich leihen, ne? Ja, wenn nicht, hätte ich es selber geliehen, aber macht leider so ruhig, das ist perfekt. Gut.
Ah, ist schon ein bisschen grenzwertig, der Fan dafür. Ja, ich bin froh, dass ich sie mitnehmen musste. So. Dann würde ich sagen, ich hast hätte gerne... Hast du sie aufgeladen gerade hier? Was habe ich? Hast du die Sämaschine hier gerade aufgeladen? Ja. Okay. Aber das Einzige, was komisch ist, in den Düngertank gehen nur 5 Liter. Nee. Da gehen, glaube ich, auch 600 rein. Nee, bei mir steht 5 und im Shop standen auch 5. 5 Liter? 5, ja. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ja, dann müssen wir mal die andere Version nachher probieren. Naja, dann düngen wir halt nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, dafür haben wir ja Olli. Ja, genau. Haben wir noch ein bisschen mehr Arbeit. Bei so vielen Leuten geht uns jetzt wieso immer schnell die Arbeit aus. Muss ich mal einmal schauen. Ja, dann kommt man auch mal schneller voran. Jo. So, was wollen wir denn wo drauf machen? Also ich glaube, also ich mache auf 1, 3 und 4 Soja. Dann machen wir vielleicht auf 6 und 7 Sonnenblumen. Und auf 2 okay. und 5 okay. und auf 31, 32 jeweils noch was. Wir sollten vielleicht... Ne, Sonnenblumen hatten wir schon auf 6 und 7. Wann Sonnenblumen nicht auf 3 und 4? Ich hatte Sonnenblumen geerntet mit dem Mähdrescher auf 7 und 6. Das weiß ich noch. Ja gut, dann machen wir die Sonnenblumen auf 31, 32. Genau, weil da hatten wir letztens Hafer. Dann sehe ich nämlich auf 6 und 7 sehe ich Roggen an. Na gut, dann würde ich sagen, ich helfe Daniel, oder? Ja, klar. Und was gibt's so Neues? Neue Woche, neues Glück, ne? Genau. Ach, bei uns hier, da wo ich herkomme, ist jetzt so ein riesiger Jahrmarkt jetzt am Morgen. Ich bin nur gespannt, wie das Wetter ist. Das ist so ein... Eigentlich ist das, ich muss eigentlich schon fast sagen, wie so ein Trödelmarkt. Das ist so, da kommen halt Händler aus der ganzen Region und da gibt's dann so Marktschreier und sowas kommen dann, also die dann ihre Sachen veräußern wollen. Und das ist eigentlich immer schon ein schönes Treiben, so Metzger... Und sowas und Blumen und Gürtel und Hüte und eigentlich unter uns gesagt Gerümpel, ja. Aber das ist immer Halligalli bei uns dann da. Also so eine Art Flohmarkt? Ja, ein bisschen hochwertiger als ein Flohmarkt. Also die Sachen sind irgendwie noch nie benutzt worden oder so, sondern die sind neu. Aber ja, es ist halt Trödel. Genau, Trödel. Obwohl ich eigentlich jedes Jahr da immer hingehe, mir einen Gürtel kaufe. Die Gürtel, keine Ahnung, für 10 Euro. Und dann kaufe ich mir einen Sonnenhut. Und das war's dann. Und dann halt ab ins Festzelt und dann hoch die Tassen. Achso, und jedes Jahr gibt's dann einen neuen Gürtel. Ja, ich brauche, ja gut, Gürtel brauche ich ja sowieso man relativ viel. Der Sonnenhut ist halt nur unnötig. Was war das auf 6 und 7? Roggen, ne? Roggen, ja. Also mir ist es eigentlich egal, was wo angebaut wird. 1, 3 und 4. Ich würde dieses Mal gerne halt relativ viel Soja machen. Aber ich muss sagen, ich muss hier alles reinknüppeln, also Allrad und beide Differentialsperren, damit sich irgendwas auf dem Feld hier bewegt. Und ich schaffe auch nur knappe 10 km/h. Also der Fendt ist definitiv hier komplett mehr als ausgelastet. Der braucht dann auch schon mal seine 30 Liter. Ja, da bin ich froh, dass ich mich da eben schön raushalten konnte. Ja, und ich bin froh, dass ich mir mit 3, 4 und 1 Felder ausgesucht habe, die ziemlich flach Lache. Sind. Ja. Ja, kämpfen wird wahrscheinlich Skipper. Ja, es geht. Teilweise auf der Hinterachse so ein bisschen sehr viel Schlupf, aber... Ah, du machst das schon. Aber ohne Harald bleibt er stehen. Oh. Das war ein bisschen stramm angefahren jetzt. Also ich komme hier komplett ohne Allrad durch. Ja, ich fahre hier auch gerade aktuell ohne alles. Ja, also ohne Allrad geht bei mir echt nichts. Also dann stehe ich auf der Stelle. Ja, meine auch. Berg hoch, da ist vorbei. Das war auch eigentlich ursprünglich mal nicht so von mir geplant, dass wir doch 6 Meter mit dem hier fahren, aber hat sich jetzt irgendwie so ergeben. Ja gut, es gibt, ich weiß gar nicht, ob es eine schöne 6 Meter, 4,50 Meter Sämaschine gibt. Na, ja. Nicht so richtig, ne? Eigentlich nur die wir schon haben, also hier ja. Die Maislege, die ausziehbare. Die ist an sich auch cool, auf jeden Fall.
Wenn die Drillboxen hinten separat animiert werden. Wenn. Ja, so wie im LS15. Richtig. Ich habe von einem Zuschauer noch einen netten Hinweis bekommen. Wir hatten doch in der Folge von Elektrotraktoren gesprochen. Ja. Fendt hat einen. Okay. Hätte ich nicht erwartet, aber ihr könnt mal googeln nach Fendt E100E oder E100. Das ist, sage ich jetzt mal, so ein Schmalspurtraktor, so für Weinberge und sowas geeignet. Läuft komplett auf Elektro. Hat natürlich jetzt nicht die Leistung von... Hast du mal nachgeguckt, was der so kann? Also wie lange der durchhält und so? Nee, das hatte ich jetzt nicht geguckt, weil... Das kann ich aber kurz nebenbei machen. Ja, das kannst du mal machen gerade. Das wäre eine gute Idee. Also er sieht auch witzig aus. Ist halt wirklich so ein Weinbergstraktor, obwohl ich sagen muss, für Weinberge, also wenn du den Tujur Berg hoch, Berg runter jagst, ich glaube, dann hält der Akku auch nicht lang. Was war das für eine? Fendt E100 oder 100E. Ah ja, hier. 100E Vario. Hat einen 100 genau. Kilowattstunden Akku drin, habe ich gerade gesehen. Ja, ich glaube schon. Das ist ja mehr als ein Tesla, ne? Ja, es gibt auch einen Tesla mit dem 100. Aber ja, die fahren der neue ist jetzt Kilometer. Von 90 auf 100. Ja, also bis zu 600 Kilometer fahren die. Und Fendt hat jetzt auch einen Raupenschlepper rausgebracht. Ja, ja, die. Bis 150 kW als Boostleistung. Ah, ja, gut, dann bist du wahrscheinlich auf der gleichen Internetseite wie ich auch. Ja, auf der Fanseite halt. Ne? Ja. Aber ich habe keine Lust, den großen Text zu lesen. Ich habe jetzt nur die ersten Daten, die mir so ins Auge gesprungen sind, gesagt, weil ich wollte mich jetzt nicht so lange auf den Text konzentrieren. David? Ja. Naja, das ist halt nichts Großes, das ist ein Schmalspurtraktor. Obwohl 150 kW ist schon was, ne? Das eben drum, ja. Sind das über sind 200 PS. So, ja. Ja gut, aber das ist ja auch gerade das Krasse, was die Tesla haben. Die haben ja auch 421 PS, die Autos. Deswegen, ich glaube, da muss es irgendeinen Zusammenhang geben mit Elektromotoren. Denn warum brauchen Autos mit Elektromotor so eine hohe PS-Zahl? Brauchen tun sie sehr nicht, aber es ist halt technisch einfacher umsetzbar, ne? Wahrscheinlich. Der E-Golf hat ja auch nur 130 oder 140 PS. Reicht ja, gut, ja auch. Nur ist auch relativ. Obwohl, das ist auch schon krass. Ich habe mal bei Tesla halt geguckt bezüglich den Autos. Wenn es warm ist, fährst du mit denen weiter, als wenn es kalt ist. Ja, das ist ja klar, weil die Elektronen halt schlechter arbeiten. Auch, ja, genau, und du kommst dann nur 600 Kilometer weit, wenn du nicht schneller als 100 fährst. Sobald du auf 120 gehst, also ich glaube, pro 10 km/h mehr verlierst du 40 Kilometer Reichweite. Reichweite, danke, Skipper. Ah, deswegen fuhr der Schweizer letztens so langsam. Ja, man sieht auch selten Tesla beim Rasen, ne? Ja, na ja, gut, das ist halt krass. Pro, ich glaube, 10 km/h schneller als 100 verliert er 40 Kilometer Laufleistung. Ja. Ja, und ich hatte halt geguckt, der Tesla wäre im Moment das einzige Modell, mit dem ich wirklich auf die Arbeit fahren kann, aber ich kaufe mir, das Auto beginnt ja bei 120.000, wenn du es in einer vernünftigen Ausführung willst. Und da drin ist dann alles nur Plastik, weil das Standard-Ami-Karre ist. Flasche! Und was Tesla ja macht, was ganz interessant ist, bei den Lederausstattungen, die bieten jetzt nur noch Kunstleder an. Ja. Was jetzt aber auch kommt, also die haben ja zwei Modelle. Diesen, sage ich mal, SUV Tesla und das Modell S. Boah, der SUV ist so hässlich. Ja, aber der hat hinten Flügeltüren, was ich ziemlich geil finde. Ja, aber ich war mal, also vor 2 Jahren auf der EMS, Essen Motor Show, ne, wer es nicht kennt, da stand mal einer rum, das ist einfach, du hast das Gefühl, die Türen sind auf Pappmaché, also die wackeln. Naja, das ist halt das ganze Auto. Und, was halt auch noch beim Model X ziemlich hässlich ist, ist dieser, der hat ja einen richtigen Heckspoiler. Ja. Und der ist auch kein einfahrbarer, wie bei manchen Autos, sondern der steht einfach immer. Der sieht der da, so aus, als wäre der einfahrbar, aber der ist nicht. Und dann hast du da dieses riesige Auto und hinten die Theke drauf. Weiß nicht. Also, als ich in Norwegen war, Tesla sieht man ja echt an jeder Ecke. Da sieht es ja jeden Tag 50, 60, 70 Stück oder so. Das ist das Normalste von der Welt. So ein Model X oder Model S. Ja, weiß nicht. Nee. Wenn dann Model S.
Ja, aber das ist halt auch. Ja, und jetzt bauen sie halt das Modell. Oh, keine Ahnung. Modell 3? Ja, genau, Modell 3 und das wird der Volkstesla. Ja, also wobei der wahrscheinlich in Deutschland auch noch über 50.000 kosten soll. Ja, auf der Internetseite ist er im Moment angepriesen mit ab 35.000 Dollar. US-Dollar. Ja, ja, genau. Aber es. Also, so ja, die Spekulationen liegen so bei ungefähr 50.000 Euro für Deutschland. Ja, Umrechnung. Und der ist, der sieht aus wie so ein Citroën, finde ich. Aber der hat halt auch nur 300-400 Kilometer Reichweite, ne? Ja, ja, klar. Also auch schon wieder deutlich weniger als die anderen. Aber das war's auch schon für diese Folge. Schnell ist es rumgegangen, gerade im Thema und schon vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.